Alles klar. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Das ist ganz geil gemacht hier. Einfach die Pflanze, was sich verändert. In Form schon cool. Alles klar, jetzt gehen wir rein. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Ja, die Professoren hier, die ist schon ein bisschen hartnäckig, ne? Ich mach mal das Erste. Hat Professor Fig nichts zu meiner Ausbildung gesagt? Er ist immer noch sehr zugeknöpft, was die Details angeht. Nur ein paar Zaubersprüche hat er erwähnt. Revelio und Lumos? Ja, richtig, Professor. Aha. Als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Okay. Machen wir das erste. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Okay. Ich mach mal das Erste. Es gibt wirklich einen Ollivander hier. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Sehr interessant. Was ist Zauberkraft? Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Okay, ist klar. Können Sie mehr über Tränkeladen erzählen? Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Okay, ist klar. Ich bin bereit, nach Hogsmeade zu gehen. Let's go. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Sello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Ich würde sagen, ja, Sebastian ist so ein cool. So ein cooler Dude und sowas. Natty. Und wir nehmen Nettie, mit der haben wir ja Dings. Der hat mir da dieses Duell. Oder Sebastian? Ja gut, komm, dann nehmen wir Sebastian. Komm, wir nehmen Slytherin. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Er sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand.
Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Okay. Alles klar. Privet. Interessant. Mal gucken, was haben wir hier? Ruhe. Umhang des Gärtners. Sprich mit Professor Ronan, um deine erste Aufgabe zu erhalten. Okay. Aufgaben sind Aufträge, wenn du Hogwarts Professoren gegeben werden und die dich mit neuen Zauberstück belohnen. Okay. Wenn du sie erfüllst, die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe ist Wiederherstellungszauber Reparo, in denen du für andere Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgaben und ihre Fortschritte auf Aufträgesmenü in deinem Handbuch einsehen. Okay. Easy. Reveli. Schlösser kann man immer noch nicht auftun. Frag mich, wenn das kommt, wäre schon Bock dazu. Mal schauen. Okay, komm. Danke Bobby für 2000. Ich werde den Sound dann rausnehmen. Ist doppelt, Alter. What the fuck? Nein, hab mich nicht erschreckt. Aber irgendwie war der Sound doppelt. Keine Ahnung. Ich werde den dann rausnehmen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Warum? Keine Ahnung. Warum so ist? Weiß ich nicht. Oh, Katze. Let's go. Jo Bobby, vielen Dank für 500. Der war jetzt nicht doppelt, komisch. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Nein, war nicht doppelt. Nur der Hardcore-Sound war doppelt. Der ist auch nicht doppelt. Der Bad Boys. Danke für 400. Bad Boys ist auch nicht doppelt. Also ich weiß nicht, nur beim Hardcore. Ich muss den mal rausnehmen. Doch, da ist ein Hall drin. Okay, lul. Also irgendwie... Bei Hardcore, ja, das ist irgendwie doppelt. Aber bei anderen habe ich das irgendwie jetzt nicht rausgehört. Ja, ich werde die Sounddinger so oder so dann rausballen. Wir werden da was anderes machen. Aber ich habe leider vergessen rauszunehmen. Ja. Danke für 700. Ich strecke mich mal kurz. Boah, dankeschön. Boah, Rücken gerade biegen. Und 500 für Trinken. Dankeschön und Prost zusammen. Ja, komm. Machen wir weiter hier. Ah, da sind sie. Ja, wir müssen das machen, weil wir hier nicht weiterkommen, ne? Wir müssen Reparo lernen. Okay. Easy. Let's go. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können.
Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Okay, alles klar. Was sind dies für Aufgaben? Machen wir mal so. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Okay, ich schließe diese Aufgabe ab. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Alles klar, gut. Und da haben wir schon die Seite. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Legioso! Das war falsch. Geschafft. So. Okay. Nice. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Ah, da ist es ja schon. Ja. Großartig. Haben wir auch mitgenommen. Cool, da gehen wir mal zurück und dann können wir Reparo lernen. Nice. Ich hoffe, die ersten Aufgaben. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Okay, let's go. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Let's do this. Nice, easy, GG. Okay. Mit dem Wiederherstellungszauber Repara kannst du gebrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren, okay. Genau so, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat es eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Nice. Cool. So, jetzt können wir die Story-Quest weiterverfolgen. Hier hätten wir zwar noch viele Nebenquests, aber wir machen jetzt das, dass wir auf jeden Fall unseren eigenen Zauberstab haben und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Aber ich mache jetzt mal die Storyline. Und nebenbei hier noch Sachen einsammeln. Statue von Gregor der Kriecher. Okay, die Statue ist mit einheimischen Grinsen stellt den Zauber Gregor der Kriecher dar. Der durch die Erfindung des Zaubertranks berühmt wurde, wodurch der ihn trinkt, glaubt, dass die Person von der Zauber, was Trank kam, sein bester Freund wäre. Okay. Interessant. Ich meine, da gehört immer Doxy Eisen erweitert den Horizont. Da mal wieder Rätsel. Wie gesagt, werden wir dann noch machen, aber. Riveli. Aber aktuell noch nicht. Cool mit dem Brunnen gemacht. Das ist die Bibliothek. Professor Black, darf ich in ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen? Okay. Jemand hat sich in den verbotenen Abteilung geschlichen und das Cressida Blue. Loom oder so, glaube ich, heißt das.
Ne, Cressidas Blume. Ah. Scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörungsformen Formeln übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Peeves im Vergleich zum solchen Bosen als Zahn bezeichnen. Zahn, okay. Easy. Revelio. Oh, da ist eine Truhe und ihr kommt mit rein. Geht. Aber da haben wir was. 40 Tage. Toll. Wahrscheinlich jetzt hier ein bisschen um. Wenn ich schon dabei bin. Revelio. Wo hat's geblinkt? Da vorne. Aber da kam ja nicht rein, das ist von der anderen Seite. Okay. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel. Revelio. Also, ich muss es anders sagen, ist geschlossen halt noch. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja, gehen wir mal hoch, ne? Hm. So cool gemacht mit den Bildern, ne? Wir haben den Dumbledore. Revelio. Das ist schon geil. Ich muss sagen, es ist mir schwer begreiflich, dass ich eine Frau habe. Okay. Was ich mit dem machen kann, weiß ich immer noch nicht. Keine Ahnung. Aktuell noch gar nichts. Revelio. Okay. Alte Bibliothekar, okay. Ist ein letzter Bibliothekar von Hogwarts verwiegt. Offenbar duldet der Lärm der Schüler nicht und war dafür bekannt, bei leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Okay, Lu. Okay, krass. Ja, hier komme ich nicht weiter, das heißt, da wieder raus. Egal, dann haben wir ein bisschen die Bibliothek besucht, passt schon. Aber jetzt gehen wir mal raus hier. Was übersehe ich? Ja, aber nicht hier, aber egal. Den ganzen Tag fliegen. Dann mal später vorbei. Oh. Nice. Fanglose Schuluniform. Dann Ausrüstung. Das sieht auch geil aus, leider aber halt einfach in grün, ne? War offensiv besser. Ja, ich werde einfach mal hier die besseren Sachen halt anziehen. Bis uns irgendetwas gefällt.
macht auch hier die Stats nicht schlecht, ne? Also, verbessert halt. Was schlechter. Schade. Immer dann verkaufen. Okay. Na gut, jetzt sind wir halt in grün. Egal, passt schon. Rebellion. Okay. Mega Power Trank von geil. Nice. Müssen wir wirklich üben mit einem? Okay, na, cool, dann gehen wir hier zum Sebastian. Let's go. Hallo Sebastian. Ah, mein neuer Schützling. Ich höre, du benötigst dringend ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten. Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja, seit ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen. Hogsmeade ist ein charmantes kleines Dorf, selbstversorgt. Dort sollten wir alles finden, was du benötigst. Wollen wir? Jo, wie immer. I'm ready. Auf geht's. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ich auch. Danke übrigens. Natürlich. Du bist der Einzige, der mich im Duell besiegt hat. Ich denke, ich sollte dich lieber im Auge behalten. Apropos Weasley. Sie scheint dich echt ins Herz geschlossen zu haben. Wirklich? Das höre ich gerne. Ich bin überrascht, dass Professor Weasley mir etwas anvertraut, so oft wie ich schon nachsitzen musste. Alla, du musst wohl ziemlich oft nachsitzen. Geil aus, die Welt. Nur so viel wie nötig ist. Shit. Übel. Mega. Schon geil. Apropos nachsitzen, der Ausflug nach Hogsmeade hat's mir vielleicht erspart. Schön, dass ich helfen konnte. Madame Scribner, die Bibliothekarin, war, wie so oft, hinter mir her. Professor Weasley kam, um mich zu holen und überzeugte die alte Scribner, ich hätte noch was zu tun. Vor weitem Bestaunen, ja, sieht halt schon nice aus. Da hinten hier für Quidditch, ne? Man kennt's. Einfach geil, Alter. Also, Grafik... Mega, non plus ultra, also wirklich. Der ist sehr geil. Also, wie hast du es dir mit der Bibliothekarin verscherzt? Tja, das liegt wohl an unseren Meinungsverschiedenheiten. Sie ist der Meinung, ich sollte die verbotene Abteilung nicht betreten, aber ich sehe das etwas anders. Oh, einen Moment. Hier kann man gut Flohfliegen sammeln. Sie sind hübsch, aber wenn man sie lange genug schmort, sind sie auch eine potente Zutat für Zaubertränke. Okay. Losfliegen. Wenn wir dann brauchen zum Brauen von Tränken und so. Aber das ist geil. Blumen, die hier wie Trompeten anhören. Schon cool. Schon sehr cool gemacht. Moment, irgendetwas hier habe ich gesehen. Direkt mal mitnehmen.
Quick, 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 quick. Genau. Okay. Bei Merlins Bad, da, aus dem verbotenen Wald. Was passiert denn da? Schau selbst. Wow. Beeindruckend, oder? Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Sieht ja richtig geil aus, Alter. Nice. Meint ihr, Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Wait, der kann was sammeln. Moment. Vermutlich haben sie schon Namen. Chat, mit dem müsst ihr jetzt leben, dass ich ja, ne, alles ein bisschen durchforste. Ich muss zurück, okay. Gehen wir mal später hin dann. Okay. Oh, das wird mega, wenn ich alles erkunden kann, Alter. Schüler hat dort keinen Zutritt. Oh, daher der Name. Richtig. Sie halten ihn für zu gefährlich. Am liebsten wäre ich einfach hier draußen und gut ist, ne? Unsere defensiven Fertigkeiten haben. Kann ich hier rein? Ah, gleich. Ah, wir könnten hier schon rein, ne? Machen wir aber noch nicht, natürlich. Wie schön, Sie zu sehen. Okay. Gut. Und noch mehr Zeug, das ist cool. Dort fliegen. Was denn? Oh jö, Einhörnchen. Ein Einhörnchen. Geil. Da unten. Hattest du schon Gelegenheit, das Schloss zu erkennen? Nein, ich darf noch nicht darunter. Schade. Es ist geradezu gewaltig. Das stimmt. Ich bin schon 5 Jahre hier und stehe immer noch am Anfang. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Ach so? Irgendwas, das du mit uns teilen möchtest? Na, irgendwann vielleicht. Ja, das sieht aber auch geil aus. Meine Geheimnisse verraten. Ha? Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du so gut im Duellieren geworden bist. Egal. Ach hier. Reparo. Legioso. Muss das irgendwie nicht bewegen oder so? Hinten ist eine Truhe, Alter. Accio. Legioso. Werden wir dann bestimmt irgendwie noch dazukommen? Aktuell nein. Ja, wo ist er? Ah, da vorne, okay. Da. Okay. Pilze, let's go. Revelio. Okay. Ich fand Testrale, die Kutschen ziehen, immer etwas grausig. Aber ich nehme an, dass die meisten Menschen sie gar nicht sehen. Aber du kannst sie sehen? Leider. Aber du selbst hast auch schon einiges gesehen. Vor allem diesen Drachenangriff. Hoffentlich verläuft dein restliches Jahr ruhiger. Ja, mal schauen, weiß nicht. Vielleicht. Maybe. Rivelio. Okay. Alter, sieh dir das an. Von hier aus, wow, mega. Geil. Jeder in der Welt der Zauberei kann das Beste übertrumpfen, was Muggel zu bieten haben. Unsere Nachbarin kennt jemanden, der mit dem Erfinder von Scalawax verwandt ist. Wirklich. Linfred von Stringkamp hieß der. Ah,
Ah, ich weiß schon, ich ziehe alles ein bisschen hin, ne? Aber es ist einfach geil, hier einfach rumzulaufen, ne? Und macht halt Spaß. Und ich mag halt Sachen genauer anzuschauen, ne? Mr. Moon, der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Ja. Pilze einsammeln, Giftpilze. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Mr. Shallow. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Was, Mr. Moon? Hey. Ein Demi. Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Ein Demigeist? Okay. Ich weiß nicht, was der in seinen Kürbissaft kippt, aber er hatte wohl zu viel davon. Ich habe Mr. Moon noch nie so erlebt. Könnte sein. Mr. Moon ist recht eigen. Meine Schwester Anne mag ihn, aber ich finde, er könnte sich als Hausmeister mehr Mühe geben. Oh, ist deine Schwester auch in Slytherin? Ja, besser gesagt, sie war es. Zurzeit ist sie krank, aber sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Hoffen wir's. Okay, cool, das ist Hogsmeade. Nice. Und geil. Ehrlich, wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte. Ich weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen sind, aber Hogsmeade hat etwas an sich. Es zieht wie die Motten zum Licht. Wait, ich habe hier was einsammeln. Gefährliche Kessel. Diese wackelige Stapelkessel von Laden wird für die Waren darin. Okay. Es ist übrigens nicht ratsam, Kessel auf diese Weise zu stapeln. Es mag sehr auffällig sein, hilft aber nicht unbedingt beim Brauen wirkungsvoller Haupttränk. Okay. Alles klar. Klingt plausibel. Revelio. Ist noch was? Aktuell nein. Also, wie machen wir's? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Ja. Diptam-Samen, Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Perfekt. Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Und eine kurze Liste lässt dir genug Zeit, um den Ort zu erkunden. Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Leider. Denk daran, hab Spaß. Es ist Hogsmeade. Alles klar. Augenstab für interessante Punkte lädt und andere interessante Dinge, die du mit der Karte Handbuch entdecken kannst. Okay. Ah ja, I see. Du kannst folgen, dem sie wissen wollen. Okay. Also, wir holen uns erstmal den Zauberstab. Ich wollte was sagen. Und zwar, leider habe ich einfach diese Performance-Einbrüche. Aber wie gesagt, das ist. Ja, ist halt nichts Neues. Rebellion. Leider. Oh, da haben wir eine Handbuchseite. Weil wenn das Zaubergeschäft. Zauberstab ist verschiedene Hölzer und mit allerlei Flexibilität. Jeder mit einem von drei magischen Kernen sucht ihren Besitz in diesem gemütlichen und was unübersichtlichen Laden aus. Der von freundlichen sachkundigen Gerbold Olivenda geführt wird. Okay. Die Familie Olivenda ist seit 382 vor Christus als Zauberstabmacher tätig und gilt als die beste Großbritanniens, wenn nicht sogar der Welt. Da lernt man noch Sachen. Bei Merins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Achtgewand für Träumer. Okay. Aber das ist schlechter, ne? Ja gut, beides gleich, ne? Aber das will ich nicht anziehen. Werden wir verkaufen.
wenn wir dann dazu kommen. Aber erstmal hier, Leto, unser eigenen Zauberstab also. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Okay. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Alles klar, zeigen Sie mir alles. Nein, du nicht. Ah, ja. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Hoppala. Alles klar, Feuerwehr. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Ja, aber so kann man es auch Wir sagen. Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Klingt interessant, sieht auch ja, ziemlich geil aus. Leider nein. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Alles klar. Das ist unser. Easy Fichter, Einhornhaar, okay, solide. 2,5 Zoll. Nice, da kann man was ändern. Faszinierend. Ja. Wirklich interessant. Was wollen wir nehmen? Faszinierend. Das sieht auch irgendwie nice aus. Oder sowas hier. Wirklich interessant. Aber ich glaube, ich nehme den da. Das sieht halt schon geil aus. Naturgrau. Passend zu der Haarfarbe. Weiß geht eigentlich immer. Also so weiß-grau halt. Faszinierend. Also hier Holzart wird nicht großartig verändert. Wirklich im interessant. Stab leider. Stechpalme, okay. Faszinierend. Da gibt's schon viele Arten, ne? Kastanie bestimmt interessant, Kirsche Wirklich auch. Wirklich interessant. Schwarze Walnuss. Faszinierend. Akazie, okay. War Akazie nehmen? Wirklich interessant. Mach mal 12¾ Viertel. Oder. Faszinierend. 13, ja, nee.
Wirklich Keiner. Interessant. Ich weiß nicht, ob man das dann ändern kann. Ich glaube aber nicht, ne? Faszinierend. Ich denke, nein. Komm, weißt du was? Ich nehme 13. Solide 13 Zoll. Wirklich interessant. Dann hier, ja, das... Was machen wir hier? Solide, hart, spröde, elastisch. Faszinierend. Also da flexibel und sowas. Eher weniger. Wirklich interessant. Komm, wir nehmen einfach solide. Was haben wir hier noch? Phönixfeder. Die Feder eine Phönix, die als Zauberstab dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. Klingt interessant. Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstab dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Okay. Drachenherzfaser, die als Zauberstab dient und bekannt mächtige Magie erzeugt. Ich glaube, ich nehme das hier. Drachenherz, weil das klingt geil. Mächtige Magie. Klingt toll. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Immer diese. Und ja, kaufen. Let's go. Was meinen Sie? Nice. Außergewöhnlich. Geil. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Okay. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Okay. Alles klar. Easy. Privet. Kann man hier was holen oder so? Nee, okay. Cool, dann gehen wir raus. Gehen direkt zum nächsten. Moment, wo müssen wir hin? Besuche Walzer und Schriftrollen. Gut, gehen wir da hin. Revelio. Okay. In die falsche Richtung, lol. Gut, da Bia. Rebellion. Geh da rein. Ein neugieriger Geist. Was denn? Nice. Oh. Gehen wir doch nach oben, ne? Aber erstmal hier.
Handbuchseite. Zaubertreppe, die Zaubertreppe im Laden Wälzer und Schiffthron offenbart sich. Wenn ein bestimmtes Buch bewegt wird, der Inhaber Thomas Brown verkauft eine Vielzahl von schriftlichen Produkten, darunter auch Zauberanweisungen, sehr praktisch für die Beschwörung. Okay. Interessant. Reverio. Eine Kiste, eine Truhe, 54. Ach hier. Nice. Ein fliegendes Blatt nehme ich. Alles einsammeln, was geht natürlich, ne? Okay. Cool. Ja komm, dann gehen wir zu ihm. Let's go. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen okay. Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Klingt plausibel. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Nehmen wir mit natürlich hier. Zauberanweisung, Pflanztisch mit kleinem Topf. Schaltet die Fähigkeit frei, einen Pflanzentisch mit einem kleinen Topf zu beschwören. Mit dem Topf kannst du viele sogar Zauberpflanzen züchten. Das ist geil. Nehmen wir mit. Dann haben wir noch eine kleine Tränkestation. Schaltet die Fähigkeit frei, einen kleinen Tränkestation zu beschwören. Perfekt geeignet, um alle Brauwünsche zu erfüllen. Oh, auch gut. Falls es Sie okay. interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Tierwesenfütterer, okay. Tierwesen-Spielzeugkiste, Schneiderstation, Kompost. Das ist auch geil. Größere, großen Töpfe, also mit zwei Stück sogar. Kostet aber schon viel Asche. Kostet schon viel Geld. Macht Sinn. Für Tränke und so. Für später auf jeden Fall. Großen Topf, gell. Okay. Okay, Material für Feine, was ist das denn? Beschwörung benutzt ihr zur Herstellung von Mondstein für Zauberanwendung Beschwörung. Das ist geil. Das werden wir uns bestimmt dann holen, denke ich. Von der Topf, okay. Wir machen einen kleinen Tropf. Braucht regelmäßig einen zufälligen Trank. Das ist bestimmt auch interessant. Ein mittelgroßer Topf, okay. In dem Topf kannst du viele nützliche Zauberpflanzen züchten. Vielleicht auch interessant, weiß ich noch nicht. Mit zwei mittelgroßen Töpfe, okay. Da können wir eigentlich den holen oder den. Aber gut, 1500 mehr für größere, ne? Pflanzentisch mit drei kleinen Töpfen. Schalte die Fähigkeit für einen Tisch mit drei kleinen Töpfen zu bestellen. Okay, das ist auch geil. 400. Könnte man uns eigentlich leisten. Fünf kleine Töpfe. Mittelgroße Tränkestation bestimmt auch interessant. Kostet 1000. Und T-förmige, okay. Ja, geil. Hier können wir verkaufen. Das finde ich gut. Also erstmal hier den Schal weg. Brauche ich nicht. Das ist schwächer, brauche ich auch nicht weg. Den, ja, auch raus.
Brille will ich aktuell nicht. Die kann auch wegballern. Den Hut hier, ja, weiß nicht. No. Nee, komm weg. Mit Weste. Also der traditionelle Schulumhang und so werde ich bestimmt nicht verkaufen. Irgendwie wäre das ein bisschen zu schade. Und das Ding glaube ich auch, das gehört ja zum normalen Inventar. Das werde ich glaube ich nicht verkaufen. Werde es mal behalten. 730 Gold Dingens Münzen aber. Okay, Sammler aktualisiert, cool. Revelio. Ah, schau da an, eine Truhe. Die können wir leider noch nicht öffnen, okay. Wir haben was Besseres hier aus. Ja. Oh, aber er ist ab Stufe 5. Offensiv 6, okay. Lassen wir mal. Werde ich mal nicht verkaufen oder so. Rebellion. Mal schauen. Na gut, dann gehen wir raus hier. Ne? Also. Nächster Ort. Jetzt den Zaubertränken, let's go. Revelio. Ich war an dem. Dalf schoss, fühlte mich noch nicht reinkommen, leider. Schade. Auch eine Truhe. Die können wir uns merken. Revelio. Okay. Habe schon geil gemacht. Also wenn ihr euch so das Detail anschaut hier, zum Beispiel von dieser Stadt, also reines Dorf in dem Sinn, sieht das halt schon geil aus. Und sehr, sehr, sehr cool gemacht. Okay. Kräuterkunde ist ja ganz interessant. Yes, Blauflamme, nice. Sehr gut. Geh mal da rein. Willkommen bei J. Pippins. Bevor wir den Dude ansprechen, will ich noch kurz was nachschauen. Da haben wir eine Truhe. Handschuhe. So. Besonders und das ist halt hervorragend, aber ein bisschen schlechter leider. Schade. Wir lassen die mal an da, die neuen. Revelio. Okay, dann ja, sprechen wir den mal an da, ne? Let's go. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, sie wären Miss Laweng. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl,
Sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Okay, alles klar, interessant. Durustrank. Das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinken einen felsigen Film entsteht, lässt es... Was lässt ihr ihn von Schaden schützen? Geil. Okay. Und Megapower-Trank. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Ein Rezept Zaubertrank, die Abklingung für Zaubersprüche des Trinken reduziert. Okay. Bonnerbrau. Ein Rezept für mächtigen Schadenstrank. Auch interessant. Ein Rezept für einen Zaubertrank, der den Trinken nahe unsichtbar macht. Das ist bestimmt auch sehr geil. Ein Rezept für einen Zaubertrank, der den Zauberschaden der Trinken für kurze Zeit erhöht. Das ist bestimmt auch geil. Werden wir uns bestimmt dann auch holen, denke ich. Ist da unten noch? Ah. Sind dann ein bisschen. Ah, das sind fix fertige, die man so kaufen könnte. Da komm, ich nehme mal. Weißt du was? Ich nehme gleich alle. Egal. Da haben wir noch Zutaten. Okay. Interessant für später auf jeden Fall. Okay. Der ist für Unsichtbarkeitstränke. Die haben wir ja sehr viel gesammelt jetzt, ne? So gesehen. Okay. Ah, cool. Nice. Hier kann man dann wieder verkaufen und Zeug, ne? Aber lassen wir mal. Obwohl, den hier könnte ich ja... Ja, den verkaufen wir. Wir haben ja bessere. Passt schon. Okay, cool. Nice, dankeschön und... Jo. Bis später. Woraus da? So, jetzt um den magischen Rüben, das ist... Ja. Rebellion! Let's go! Alter, das sieht geil aus, Chat. Wow. Mit dem Wasser und so. Nice. Sehr cool. Und da haben wir eine Truhe gesehen. Können wir aber noch nicht öffnen. Rebellion. Reparo! Voilà. Falscher Zauberspruch, hoch! Wo ist jetzt die Seite hin? Da. Ach, nice.
Revelio. Niemand wird es mehr wagen, sich gegen mich zu stellen, wenn ich in Firios herbeirufen kann. Firios ist lang. Okay, es ist irgendwie so eine Kneipe oder so. Hier haben wir noch ein bisschen lavendelfarbige Schal. Okay. Ah gut, dann gehen wir da hoch, ne? Reveli! Es gibt so viel zu entdecken, ne? Aber ich werde sehr viel draußen rumlaufen. Okay. So weit raus darf ich wohl noch nicht gehen. Revelio. Oh, guten Tag. Oh, danke, Seite. Der magische Rübenkarren. Okay, dieser Karren gehört Bistel, dem Inhaber der magischen Rüben. Er genießt es, mit, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit dem Kunden zu unterhalten. Okay. Bevor wir aber gehen, will ich noch kurz hier hinten durch. Mal schauen. Okay. Gut, dann sprechen wir mal den Typen an, dann, ne? Let's go. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Okay. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Nehme ich. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Also gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Sebastian. Flussgrassamen, Nöttrichsamen, Malvenkrautsamen und Samen der Schrumpf. Was? Schrumpf? Schrumpelfeige, okay. Das ist Dünger. Blätter, Flussgrassamen, okay. Okay, alles klar. Also, der hat einfach alles Samen und Pflanzen. Okay, nice. Gefällt mir, aber ja, komm. Besser als das Violett auf jeden Fall. Und ist sowieso noch einiges besser. Abgriff haben keine. Easy. Okay. Gut, da gehen wir zum Sebastian. Let's go.
Oh, nice. Ich finde es halt einfach cool, so Details halt, wenn man solche Details ins Spiel einbaut, ist einfach geil. Okay, da können wir noch nicht rein. Reveal. Eine Truhe drin. Okay, nice, cool. Blau-grün. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Von der Optik her. Ja. Let's go, nehmen wir den, oder? Nice. Sehr schön. Okay, da können wir dann unser Dings. Haare wechseln und so. Friseur halt. Okay, cool, ich geh wieder raus. Oha, hier gibt's ja auch noch Zeug. Geil. Nice. Wie schön, dass Sie an mir vorbeischreiten. Cool. Okay, die Truhe dort kann man noch nicht auftun. Da brauchen wir wohl noch einen Zauber oder so. Reveal. Okay, cool. Gehen wir zum Sebastian, let's go. Ich habe nun alles, was ich benötige. Perfekt. Und? Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Oh oh, richtige Frames habe ich jetzt drin. Oder Anzahl. Ich muss ausweichen. Shit. Ja, moin. Confringo. Ja, bin da. Haben wir ihn denn überhaupt? Weiter so. Ewig hält er das nicht aus. Alter, warum habe ich so krasse Frames? Oh, Alter. Gar nicht geil. Ist ja voll uncool. Findo.
Ja, Bob, ich weiß auch nicht, habe extreme Lags. Also es ist wirklich am Spiel, es liegt nicht am OBS. Im OBS habe ich 0,9 Millisekunden Framerate-Zeit und die FPS ist normal. Ich weiß nicht warum. Es liegt am Spiel. Er lässt nach! Noch ein Akio! Idioto!